Der Albtraum einer neuen Ordnung. Führer, Volk und Rasse. Verbrechen an der Menschheit. Die Welt in Chaos und Zerstörung. Dies ist die Geschichte, wie es zur dunkelsten Stunde der Menschheit kommt. Der Abgrund. . 1943. Die deutsche Wehrmacht marschiert in Italien ein. Nach der Invasion der Alliierten hat der faschistische Große Rat Diktator Benito Mussolini abgesetzt. Italien das Bündnis mit Hitler aufgekündigt. Der engste Partner wird zum nächsten Opfer der Nazis. Die Italiener werden von Hitler als Verräter angesehen. Sie werden also von Freunden zu Feinden und sie werden aber auch zu Unterdrückten. Sie werden zu Opfern. Die griechische Insel Kefalonia, besetzt von Deutschen und Italienern. Die Italiener sollen ihre Waffen abgeben. In Kefalonia sagen die italienischen Soldaten, nein, wir leisten Widerstand. Und dann brennen bei Hitler die Sicherungen durch. Deutsche Truppen schlagen den Widerstand nieder und ermorden rund 5000 italienische Gefangene. Ein lange vergessenes Kriegsverbrechen. Befohlen von Hitler persönlich. Das zeigt man diese Radikalität, die Hitler hat. Wenn sie sich wehren, dann trifft sie mein ganzer Hass und meine ganze Brutalität. Und dann kennt Hitler einfach keine Grenzen. Dann werden Leute zu Tausenden, zu Zehntausenden, zu Millionen umgebracht. Hitlers Hass trifft nicht Benito Mussolini. Deutsche Fallschirmjäger befreien den Duce aus der Haft. Hitler macht ihn zum Marionettenoberhaupt im deutsch besetzten Norditalien. Hitler hat Mussolini bewundert wie keinen anderen Menschen. Er hat immer wieder hervorgehoben, dass Mussolini ein Genie ist. Führerkult, Uniformen, Inszenierung von Macht. Die italienischen Faschisten sind Blaupause für die deutschen Nazis. Schon seit 1922, als Mussolini und seine Kampfbünde nach ihrem Marsch auf Rom die Macht übernehmen. Nur ein Jahr später wollen die deutschen Nazis es ihnen gleichtun. Deutschland 1923. Die junge Weimarer Republik ist bedroht. Rechtsextremisten wollen die Demokratie zerstören. In dieser Situation geht es natürlich darum, sich als besonders straff organisiert, als besonders militärisch oder militant zu gebären, um klare Signale an potenziell Interessierte auszusenden. Hitler spielt diese Rolle sehr gut. Adolf Hitlers NSDAP hat 1923 etwa 55.000 Mitglieder. Der Parteichef macht mit Hetzreden auf sich aufmerksam. Es gibt diese Vorstellung über Parteigrenzen hinweg, dass ein neues Genie emportreten wird, um Deutschland zu retten. Und schon seit Ende 1922 wird Hitler von Vertrauten der bayerische Mussolini genannt. In München will ein Journalist mehr über die Nazi-Partei und deren Pläne erfahren. Leo Lania, Jude und Kommunist aus Wien, recherchiert undercover im Innersten der NSDAP. Er hat ein gefälschtes Parteischreiben dabei von Arnaldo Mussolini, das war der Bruder von Benito, und hat also den Nazis dort in München gesagt, der Duce ist ganz begeistert von dem deutschen Führer, möchte unbedingt mehr über ihn erfahren. Und da hat er die Leute eben auch an ihrer Eitelkeit gepackt. Mit gefälschter Empfehlung verschafft sich Leo Lania Zutritt zur Redaktion der Parteizeitung Völkischer Beobachter.
Wenn diese Leute gewusst hätten, wer er ist, wäre das für ihn alles andere als angenehm gewesen und sie hätten ihn mit Sicherheit mit Freuden ermordet. Anfang der 1920er Jahre sind Morde an politischen Gegnern, besonders an Juden und Kommunisten, nicht außergewöhnlich. Leo Lania spricht zur Tarnung Italienisch mit den Nazis, ein Dolmetscher übersetzt. Lania geht in der Redaktion ein und aus. Ein Redakteur deutet ihm gegenüber einen Plan an, raunt von einer größeren Aktion. Später hält Leo Lania die Aussagen des Nazi-Redakteurs fest. Aber in Wahrheit, Ihnen kann ich das ja sagen, haben wir Waffen genug und genug. Die Top-Nazis von München schöpfen zunächst keinen Verdacht. Lania gelangt sogar in die unmittelbare Nähe des Parteiführers Hitler. Der will besonders entschlossen wirken und macht vielsagende Andeutungen. Hitler spricht abgehackt, einstudiert militärisch. Na, in ein paar Wochen werden wir schon Ordnung machen. Spielt Hitler sich nur auf? Oder planen die Nazis den Umsturz, einen Schlag gegen die Demokratie? Die Gefahr der Rechten sammelt sich in Bayern, ist besonders gefährlich dadurch, dass auch Leute wie Ludendorff paramilitärische Truppen leitet, mit Hitler in Verbindung steht. Das heißt, diese rechte Gewalt und rechte Kraft wird im Jahr 1923 sehr, sehr groß. Die NSDAP versteht es, aufzuhetzen und zu mobilisieren. Polizei und Justiz tun kaum etwas dagegen. Die NSDAP versuchte, ihren Anhängern emotionale Gemeinschaftserlebnisse zu verschaffen. Aufmärsche, Fackelzüge, nicht zuletzt die gemeinsam ausgeübte Gewalt sollte Zusammenhalt stiften. Nach 8 Tagen Undercover-Recherche im Nazi-Milieu wird die Situation für Leo Lania brenzlig. Sein Dolmetscher taucht unangekündigt in Lanias Hotel auf, mit 2 ukrainischen Faschisten, die gerade aus Italien angereist sind. Lania spürt natürlich sofort die Gefahr und denkt, die einzige Chance, die er jetzt hat, ist, an irgendeinen Ort zu gehen, wo möglichst viele Menschen sind. Und er sagt ihnen, er trifft den italienischen Botschafter im Hofbräuhaus in München. Im Gedränge des Hofbräuhauses gelingt es Lania, seinen Begleitern durch den Hinterausgang zu entkommen. Er geht zurück zu seinem Hotel in München, merkt, dass das Zimmer in seiner Abwesenheit durchsucht worden ist. Also er wusste ganz genau, jetzt ist es, jetzt bis hierher und nicht weiter, jetzt muss er weg, jetzt ist es wirklich lebensgefährlich. Gerade noch rechtzeitig kann Leo Lania, der Journalist, der sein Leben aufs Spiel setzt, mit dem Zug aus München fliehen. Knapp 4 Wochen nach Lanias Recherche beim Völkischen Beobachter will Hitler in München Geschichte schreiben und seinem Vorbild Mussolini endlich nacheifern. Hitlers Unterstützer werfen ihm schon lange vor, nur zu reden und nicht zu handeln. Also entscheidet Hitler, alles auf eine Karte zu setzen, alles zu riskieren und zu putschen. Am Abend des 8. November 1923 überfällt er mit Anhängern eine Kundgebung des bayerischen Regierungschefs im Münchner Bürgerbräukeller. Hitler erklärt die Regierung für abgesetzt und will, wie Mussolini in Italien, mit einem Marsch auf die Hauptstadt die Macht im ganzen Land an sich reißen. Doch Hitler kommt nicht weit. Nach wenigen 100 Metern werden die Putschisten von der bayerischen Landespolizei gestoppt. Die Inspiration, die Hitler aus dem Marsch auf Rom gewonnen hat, endet in einem Desaster. Sie endet im Kugelhagel, sie endet mit Verletzten und Toten. Mussolini nimmt anfangs Hitler nicht ernst, vor allen Dingen aufgrund des Putschversuches. Hitler ist für ihn ein Niemand. Er sieht, dass Hitler mit seiner Strategie, mit seinen Plänen nicht zu politischen Erfolgen kommt.
Für den Fehlschlag werden die Drahtzieher mit Spott überzogen. Hitler scheint am Ende. Die NSDAP wird verboten. Ihr Vermögen konfisziert. Ihre Zeitung, der Völkische Beobachter, wird eingestellt. Er ist ja kläglich gescheitert. Er hatte elementare Fehler gemacht bei der Vorbereitung, bei der Durchführung dieses Putsches. Und er wollte nun im Nachhinein versuchen, aus dieser Niederlage sozusagen einen Sieg zu machen. Ihr habt doch gesiegt, das war so das Schlagwort, unter dem dann die großen Feierlichkeiten standen, die ab 1933 jedes Jahr in München stattfanden und mit denen diese Niederlage überdeckt werden sollte. Es begann ja schon mit diesem Kult um die sogenannte Blutfahne, die bei den Reichsparteitagen und den großen NSDAP-Veranstaltungen sozusagen wie eine Reliquie vorgeführt wurde. Das Scheitern von München wird umgedeutet zum Opfergang. Inszenierung einer Lüge. Der Nationalsozialismus war auch erfolgreich, weil er politisches Theater war. Und politisches Theater braucht ein Drehbuch, einen Feind und die große Bühne. Später errichten die Nazis zwei sogenannte Ehrentempel in München, in der Nähe der Stelle, an der die Putschisten 1923 in die Flucht geschlagen wurden. Wer dort vorbeikommt, muss den Hitlergruß zeigen. Ins Jahr des Putschversuchs fällt auch die Ruhrbesetzung durch 100.000 Soldaten aus Frankreich und Belgien. 1923 war ein Krisenjahr. Es gab so viele Herausforderungen, dass viele politische Systeme zugrunde gegangen wären. Als Deutschland die im Versailler Vertrag festgelegten Reparationen nicht zahlt, übernehmen belgische und französische Truppen die Kontrolle über das Ruhrgebiet, auch über die Kohlezechen. Das ist eine Aktion, mit der Frankreich versucht, über den Versailler Vertrag hinaus politische Geschäfte zu eigenen Gunsten zu machen. Dass eine solche Aktion den Nationalismus in Deutschland aufheizt, liegt auf der Hand. Militärisch kann sich die Weimarer Republik nicht wehren. Reichspräsident Friedrich Ebert ruft zum passiven Widerstand auf. Die Wut auf die Siegermächte wächst. Auch weil unter den Besatzungstruppen an Rhein und Ruhr Soldaten aus Frankreichs Kolonien sind. Viele Deutsche haben das als eine bewusst kalkulierte Beleidigung empfunden. Gegen einen europäischen Nachbarn den Krieg zu verlieren und besetzt zu werden, das ist das eine. Aber von Menschen besetzt zu werden, die viele Deutsche als minderwertig ansahen, das empfand man als demütigend. Diese Haltung war weit verbreitet, auch in der politischen Linken. Sogar bei Reichspräsident Friedrich Ebert. In einem Redemanuskript für Friedrich Ebert von der SPD aus dem Jahr 1923 heißt es zum Beispiel, dass die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufseher über eine Bevölkerung von der hohen Bedeutung der Rheinländer eine Verletzung der Gesetze europäischer Zivilisation ist, sei auch hier erneut in die Welt hinausgerufen. Rassistische Vorurteile. Während der Rhein- und Ruhrbesetzung werden sie gezielt geschürt. Es gab von Anfang an auch eine starke Sexualisierung des ganzen Themas. Also die Vorstellung, dass die schwarzen Kolonialtruppen vergewaltigend durch die besetzten Gebiete im Grunde genommen marodieren würden. Eine Münze von 1920 macht die rassistische Hetze besonders deutlich. Die Situation ist angespannt. Ein Offizier der Besatzungstruppen wird ermordet.
Französische Soldaten schlagen Deutschen, die nicht grüßen, die Hüte vom Kopf. Etwa 100 Menschen sterben, auch durch sogenannte Sühnemaßnahmen der Besatzungsmacht. Der NSDAP-Sympathisant Albert Leo Schlagitter beteiligt sich an der Sprengung einer Eisenbahnbrücke. Ein französisches Militärgericht verurteilt ihn zum Tode. Ein Urteil, das dem militanten Rechten in Deutschland Zulauf verschafft. Es gibt durch den Tod beispielsweise von Leo Schlagitter eine Entstehung von Mythen. Man schafft Märtyrer, die ermordet wurden vom Erbfeind Frankreich. Sicherlich spielt das eine große Rolle, wenn man den Nationalsozialismus auch versteht als eine Form der säkularen Religion, wo man eben Märtyrer auch braucht. Die Nazis schlachten die Ruhrbesetzung jahrelang aus. Noch 10 Jahre später werden für den vermeintlichen Märtyrer Schlagitter Gedenkfeiern veranstaltet und Denkmäler errichtet. Straßen, Brücken und ein Geschwader der Luftwaffe werden nach ihm benannt. ...1923, während der Ruhrbesetzung, lässt die deutsche Regierung immer mehr Geld drucken, auch weil sie die an der Ruhr streikenden Arbeiter finanziell unterstützen will. Die Folgen sind katastrophal. Das Geld der Deutschen verliert dramatisch an Wert. Im April 1922 kostet ein Ei in Berlin rund 4 Mark. Im Januar 1923 sind es schon 139 Mark. Und nur 8 Monate später, im November 1923, muss man für ein Ei 320 Milliarden Mark bezahlen. Millionen Deutsche verarmen innerhalb weniger Monate. Eine ganze Generation verliert ihr Erspartes. Das hat eine ganze Schicht enteignet. Das heißt, diejenigen, die von ihren Sparvermögen lebten, von ihrem Kapitalbesitz, die sozusagen rechtschaffen gelebt, sparsam gewirtschaftet hatten, mussten erleben, dass nun die Sparguthaben nichts mehr wert war. Die Folgen der Hyperinflation sind Armut und Massenarbeitslosigkeit. 1922 sind 1 Million Deutsche arbeitslos. 1923 4 Millionen. Humiliation. Demütigung ist wahrscheinlich das politisch gefährlichste Gefühl. Den Deutschen geht es wirtschaftlich schlecht. Und sie machen dafür den Kriegsgegner aus dem Ersten Weltkrieg verantwortlich, der Teile Deutschlands kontrolliert. Hinzu kommt die Hyperinflation Anfang der 1920er Jahre, später die Weltwirtschaftskrise. Die Kombination aus wirtschaftlichem Elend und politischer Demütigung entfaltet eine enorme Kraft. Sie hilft Hitler, sich als Retter zu inszenieren, der den Deutschen ihren Stolz zurückgibt. Die Weimarer Republik taumelt schwer, als die Nazis ihr 1923 mit dem Putsch den Todesstoß versetzen wollen. 1923 stand Deutschland vor dem äußeren und inneren Zusammenbruch. Dennoch folgt dem Jahr 1923 zunächst einmal das Jahr 5, in dem sich die Weimarer Republik einigermaßen fängt. Nach dem Krisenjahr 1923 stabilisiert sich Deutschland. Eine Währungsreform bringt die neue Reichsmark. Kredite aus dem Ausland und Entlastungen bei den Reparationen sorgen für wirtschaftliche Erholung. Der sogenannte Dawes-Plan regelt die Verpflichtungen gegenüber den Siegermächten neu. Jährlich muss Deutschland bis zu 2,5 Milliarden Reichsmark Reparationen bezahlen. Das Reich erhält einen Kredit von 800 Millionen Reichsmark. Reichsbahn und die Reichsbank werden im Gegenzug unter internationale Kontrolle gestellt. Maßnahmen, um die junge Demokratie am Leben zu halten. Diese sogenannte Stabilisierung der Weimarer Republik nach 1924 war eine Scheinstabilisierung. Man muss einfach sehen, dass die große Teile der alten Eliten
der Demokratie ablehnend gegenüberstanden und dass die Demokratie auch in der breiten Bevölkerung nicht strukturell verwurzelt war. Dabei sind die Vorteile der freien Gesellschaftsordnung für viele spürbar. Diese erste deutsche Demokratie hat staatsbürgerliche Freiheiten in einem unbekannten Ausmaße den Deutschen beschert. Der Staat hat sich nicht mehr als Sittenwächter verstanden. Die Weimarer Republik war gerade am Anfang von einer Aufbruchsstimmung ohnegleichen beseelt. Kultur, Wissenschaft und Technik entwickeln sich rasant. Die Zahl der Autos steigt von knapp 60.000 im Jahr 1921 auf fast 350.000 1928. Viele Deutsche begeistern sich für Technik. Das wird auch durch den Erfolg des Arztes und Autors Fritz Kahn deutlich. Seine Bücher sind Bestseller. Kahn ist ein Star der Populärwissenschaft der 1920er Jahre. Fritz Kahn erklärt den menschlichen Körper mit spektakulären Schaubildern. Das Gehirn als Schaltzentrale, das Herz eine Kolbenpumpe, der Magen eine Raffinerie. Der Körper als effizientes, technisches System. Fritz Kahn revolutioniert nicht nur die Kunst der Illustration. Er macht sich auch als Sexualaufklärer einen Namen. Der Mediziner fühlt sich der Wissenschaft verpflichtet, steht für Freiheit und Aufklärung. Und er ist jüdischen Glaubens. Für Rechtsradikale ein Feindbild. Die Rechten haben moderne Kunst, moderne Musik und sexuelle Entartung, wie sie es nannten, mit Judentum gleichgesetzt. Das ist natürlich eine Wahnvorstellung. Die Moderne, die die Weimarer Kultur geprägt hat, ist für die Nazis, insbesondere für Hitler, eine Art jüdische Verschwörung. Die Bücher Fritz Kahns, die unzählige Deutsche begeistert haben, werden nach der Machtübernahme der Nazis verbrannt. Fritz Kahn verliert seine Zulassung als Arzt und schwebt als Jude in Deutschland in Lebensgefahr. Er flieht über Palästina nach Frankreich und kann 1941 mit Hilfe von Albert Einstein in die USA emigrieren. Nach dem Krieg kehrt er nach Europa zurück und stirbt 1968 in der Schweiz. Begeisterung der Leser und gleichzeitig blanker Hass der Nazis. Was Fritz Kahn in Deutschland erfährt, spiegelt die extremen Spannungen, denen die Weimarer Republik von Anfang an ausgesetzt ist. Die 20er Jahre sind von tiefen Verunsicherungen und von tiefen Spaltungen der Gesellschaft begleitet. Spaltungen zwischen Land und Stadt, also zwischen agrarischem Land und einer Metropole wie Berlin, die für viele Zeitgenossen so etwas wie der Moloch gewesen ist. Und einer Spaltung zwischen Arbeiter und Bürgertum, zwischen Arbeit und Kapital. Also die Gräben in der Gesellschaft waren tief. Wie tief, zeigt sich 1925. Nach Friedrich Eberts frühem Tod mit 54 müssen die Deutschen einen neuen Reichspräsidenten wählen. Zur Wahl stehen der demokratisch-konservative Wilhelm Marx von der katholischen Zentrumspartei und Paul von Hindenburg, 77, Feldmarschall des Ersten Weltkriegs. Hinter ihm stehen viele Gegner der Demokratie. Hindenburg hat sich nie innerlich wirklich auf die liberalen Grundprinzipien der Weimarer Demokratie eingelassen. Die Grundidee der Weimarer Verfassung, Freiheit, war eine Idee, die ihm nicht innerlich ans Herz gewachsen war. Hindenburg erhält 48,3% der Stimmen.
Wilhelm Marx vom katholischen Zentrum kommt auf 45,3%. Der knappe Sieg mit 3% Vorsprung erweist sich als entscheidende Schwächung der Republik. Der neue Präsident des noch demokratischen Deutschlands ist bekennender Militarist und Monarchist. Hindenburg weckt insofern Ängste, als mit ihm der Gedanke verbunden ist, dass er als nach wie vor loyaler Anhänger des Kaisers vielleicht die Monarchie durch die Hintertür wieder einführen würde. An eine faschistische Diktatur denken bei Hindenburg, glaube ich, nur die wenigsten. Zumindest 1925. Hindenburg steht für preußische Ordnung und militärische Disziplin. Begriffe, die trotz des verlorenen Weltkriegs vielen Deutschen noch immer wichtig sind und in zahlreichen Kriegervereinen und Studentenverbindungen gepflegt werden. Es gibt offensichtlich einen gewissen kulturellen Habitus, Dinge, die wertgeschätzt werden, eben Militarismus, Aggressivität, Männlichkeit. Und das bietet sich natürlich für Vertreter einer populistischen Ideologie in idealer Weise an, darauf zu bauen und Menschen da abzuholen. Überzeugter Burschenschaftler ist auch der Landwirtschaftsstudent Heinrich Himmler. Der Vater, Rektor eines Gymnasiums. Sohn Heinrich genießt eine humanistische Ausbildung. Im Laufe der 1920er Jahre entwickelt er sich zum radikalen Antisemiten. 1923 tritt er der NSDAP bei und macht mit beim Hitlerputsch. Heinrich Himmler gehört zu denen, die als kühle Organisatoren der Macht für Hitler immer unentbehrlicher wurden. Himmler war ein Mann im Hintergrund. Er war kein Redner, der als Parteiredner groß wurde. Himmler macht Karriere in der Partei, wird 1929 Reichsführer der berüchtigten SS, der paramilitärischen Schutzstaffel. Himmler sieht in der SS schon früh mehr als nur die Prügeltruppe der Nazis. SS, die tatsächlich eine kleine Schutzstaffel ist, die er aber relativ systematisch ausbaut, zu einer ja nahezu eigenständigen Organisation, die sich extrem elitär gibt, die auch versucht, ganz bewusst Akademiker anzusprechen. Er geht davon aus, dass der rassische Wert eines Bewerbers sich tatsächlich auch in der Physiognomie niederschlägt. Insofern ist es ihm sehr wichtig, dass er tatsächlich auch Fotos sieht von Bewerbern. SS-Männer, die heiraten wollen, müssen Himmler persönlich um Erlaubnis bitten. Er will sicherstellen, dass die Ehefrauen arisch sind. Rassenwahn. Himmler war einer der überzeugtesten Rassisten überhaupt, der Hitlers Botschaft, das deutsche Volk von Grund auf rassenbiologisch völlig neu zu fundieren, ernst genommen hat und in der SS, wenn man so will, ein Laboratorium erblickt hat, um das deutsche Volk im rassenbiologischen Sinne nach nationalsozialistischen Maßstäben auszurichten. Menschenverachtung, die ab 1933 Staatsdoktrin wird. Die Täter sprechen offen über ihre Absichten, Massenmord mit Ansage. In München muss sich Adolf Hitler für seinen Putschversuch vor Gericht verantworten, wegen Hochverrats. Der Staatsanwalt ist vom Angeklagten beeindruckt. Er lobt Hitler als jemanden, der sich seiner Idee bis zur Selbstaufopferung hingebe, der Hochachtung verdiene. Man sieht in der Gerichtsverhandlung, dass es innerhalb der Justiz große Sympathien für Politiker gibt, die durchaus auch Gewalt einsetzen als Mittel der Politik, wenn es um die nationale Sache geht. Denn das Gericht bestätigt ja Hitler eine nationale Einstellung, die auch begrüßt wird. Hitler nutzt das Verfahren als Bühne.
Er präsentiert sich als Opfer und erklärt die Gründung der deutschen Demokratie zu einem Akt des Verrats. Beinahe ungestört darf er vor Gericht Propagandareden gegen die Republik halten. Durch den Prozess bekommt er landesweit so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Er instrumentalisiert die Berichterstattung und stellt sich als heldenhaften Führer der nationalistischen Rechten dar. Als Prozessbeobachter nach München kommt auch Undercover-Journalist Leo Lania, der kurz zuvor verdeckt bei den Nazis recherchiert hatte. Lania hat den Prozess als Farce wahrgenommen, der war. Es war nie das Interesse, wirklich eine Aufklärung zu leisten. Er war geschockt, weil er der Meinung war, dass eine Republik, eine Demokratie, die so arbeitet, nicht funktionieren kann. Leo Lania verfasst ein Reportagebuch. Darin schreibt er, der Putsch sei das wichtigste politische Ereignis in Deutschland seit der Revolution. Lanias Warnung wird kaum gehört. Wir haben es ja mit einer extrem polarisierten Situation zu tun. Und das führt dazu, dass man sich, heute würde man sagen, in Informationsblasen bewegt. Man hört nur noch auf diejenigen auf der eigenen Seite und gar nicht mehr auf das, was an Informationen von der anderen Seite kommt. Oder vielleicht von Besonnenen der Mitte. Sondern man hört nur noch auf die Propaganda aus der eigenen Gruppe. Leo Lania, einer der wenigen, der die Gefahr, die von den Nazis ausgeht, früh erkannt hat, flieht Anfang der 1930er Jahre aus Deutschland, lebt als Schriftsteller und Journalist lange in den USA. 1961 stirbt Lania an einem Herzinfarkt in München. Dort sprechen die Richter 1924 ihr Urteil. Erich Ludendorff, ein Hauptmitverschwörer, Freispruch. Adolf Hitler, 5 Jahre Festungshaft. Bei guter Führung kann er schon nach wenigen Monaten freikommen. Der Prozess ist berühmt-berüchtigt geworden durch die geradezu lächerlich milden Urteile, die die Verschwörer bekommen haben. Der Hochverrat gegen die Republik hätte im schlimmsten Falle mit der Todesstrafe geahndet werden können. Das ist nicht geschehen. Man muss sagen, dass auch in der Weimarer Republik gegen Umsturzversuche von links natürlich wesentlich härter vorgegangen wurde als gegen die Versuche von rechts. Eine zeitgenössische Statistik hält fest, zwischen 1919 und 1922 bleiben 4 Morde von Linksextremisten ungesühnt, von Rechtsextremisten über 300. Hitler nutzt seine Haftzeit, um ein Buch zu schreiben. Mein Kampf. Darin steht ganz offen, dass Deutschland Lebensraum im Osten erobern und die Juden entschieden bekämpfen müsse. Er ist und bleibt der ewige Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bacillus sich immer mehr ausbreitet. Wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk ab. Mit Mein Kampf hat sich Hitler eine zusätzliche Autorität in völkischen Kreisen gesichert. Er als der Wächter über eine Rassenideologie. Das hatte es noch nicht gegeben, eine so geschlossene Darstellung. Nach 1933 wird Mein Kampf zum meistverkauften Buch in Deutschland. Auch zum meistgelesenen. Die Bedeutung, die man der Schrift im Nachhinein jetzt zuschreibt, die konnten die Zeitgenossen keineswegs damals so wahrnehmen. Was natürlich das Wesentliche an Mein Kampf auf der anderen Seite ist, dass sich sehr wohl Strukturen, die Ideologie, die Ideen Hitlers darin finden, die er in der Tat nachher umzusetzen versucht und in weiten Teilen auch umsetzt. Im Dezember 1924 wird Hitler nach 8 Monaten Haft entlassen. Von jetzt an verfolgt er eine neue Strategie. Wolf im Schafspelz. Hitler zieht die Lehre aus dem gescheiterten Putsch, dass er eine Doppelstrategie fährt, vergleichbar der, die Mussolini zum politischen Erfolg gebracht hat. Einerseits Terror auf der Straße zu eskalieren, andererseits aber auch sich selber als legitimer Politiker darzustellen.
Das zentrale Element von Hitlers Ideologie bleibt jedoch unverändert: radikaler Judenhass. Seit den Anfangsjahren bildet Antisemitismus den Kern des Nazi-Programms. Einer der radikalsten Vertreter ist Julius Streicher, Gründer des Hetzblattes Der Stürmer. Streicher gehört zu den bekannten radikalen Antisemiten innerhalb der Bewegung, die auch immer wieder versuchen, den Diskurs darüber, was sagbar ist oder was zeigbar ist, zu verschärfen. Der Stürmer erscheint erstmals 1923. Wöchentlich verbreitet Streicher darin Hassbotschaften. Ab 1927 steht in jeder Ausgabe: Die Juden sind unser Unglück. Der Stürmer fabuliert von einer jüdischen Weltverschwörung und ruft offen zu Gewalt auf. Schon in den 1920ern war Julius Streicher verantwortlich für Gewalt gegen Juden. Er nutzte den Stürmer, um Druck auf Juden auszuüben, sie namentlich an den Pranger zu stellen und beruflich zu zerstören. Auf der Straße wurden sie dann von jungen radikalen Schlägern verprügelt. Streicher hat Gewalt heraufbeschworen und gerechtfertigt und das Bild der Juden durch Zerrbilder geprägt. Er hatte zweifellos großen Einfluss. Julius Streicher, gelernter Volksschullehrer, gehört zu den ersten Mitgliedern der NSDAP. Er marschiert beim Putsch seines Dudesfreundes Adolf Hitler mit. Beide sind fanatische Antisemiten. Doch bei Streicher kommt noch eine besondere Note hinzu. Streicher hat Antisemitismus auf eine ganz widerliche Weise mit sexuellen Fantasien verbunden. Das lässt tief blicken, was möglicherweise für ihn selbst Antriebskräfte waren. Hetzerische Schlagzeilen wie »Hungernde deutsche Mädchen in den Klauen geiler Judenböcke« werden in der Weimarer Republik nicht verboten. In den ersten Jahren hat der Stürmer eine geschätzte Auflage von ca. 3000 Stück pro Woche. Nach 1933 wird die Hassschrift 100.000-fach gelesen. Ende der 1930er Jahre beträgt die Auflage bis zu 486.000. 1926 wird zwar in Deutschland das sogenannte Schund- und Schmutzgesetz eingeführt. Es soll den Einfluss schädlicher Druckerzeugnisse auf die Jugend eindämmen. Populäre Groschenromane und Erotikgeschichten landen auf dem Index. Der Stürmer darf weiter erscheinen. Die Republik von Weimar hat eine Unterhaltung. Die Demokratie. Die Weimarer Republik hat einen grundlegenden Fehler begangen. Die Demokratie hat es nicht verstanden, sich gegen Propaganda und Aufhetzung zu wehren. Sie hat eine fast grenzenlose Redefreiheit gewährt, womit sie den Boden bereitete für die antisemitischen und antidemokratischen Ideen des Nationalsozialismus. Der Stürmer hängt später auch in öffentlichen Schaukästen und erreicht so viele junge Deutsche. Deutsche, die Jahre später Hitlers Krieg führen und Massenmorde möglich machen. Wie groß ist der Einfluss des Stürmers? Der Stürmer war unglaublich bedeutend. Als zum Beispiel junge Soldaten zum ersten Mal Juden in den polnischen Ghettos gesehen hatten, schrieben manche nach Hause: Die sehen genauso aus wie im Stürmer. Der Stürmer hatte recht. Ihnen war nicht klar, dass die Juden in den polnischen Ghettos elendig und in Lumpen lebten, weil die deutsche Vernichtungspolitik dafür gesorgt hatte.
Das Bild der Juden, des Stürmers, hat sich im Unterbewusstsein verfestigt. Ideas about what the Jew might be. Julius Streicher, der Herausgeber des Stürmers, wird nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes angeklagt. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Interessanterweise ist er der Erste, der sich vor einem internationalen Gericht wegen so etwas wie Hate Speech, also Hetze, verantworten musste. Er hat niemanden getötet, er war nicht auf den Schlachtfeldern, er gehörte nicht zum inneren Zirkel Hitlers. Die Ankläger wollten vermutlich ein Exempel statuieren an jemandem, der abscheuliche Artikel verantwortet und Menschen auf widerliche Art aufgehetzt hat. For real nastiness. 1946 verurteilen die Richter Julius Streicher wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tod durch den Strang. Einer der wenigen großen Anstifter zu Judenhass und Rassismus, der zur Verantwortung gezogen wird. Viele andere bleiben bis zu ihrem Lebensende unbehelligt. »1924 beschließt das Einwanderungsland USA ein umstrittenes Gesetz. Es soll die Einwanderung reduzieren. Menschen aus nordischen Ländern sind weiter willkommen. Süd- und Osteuropäer weniger. Asiaten sind nicht erwünscht.« »The 1924 Immigration Act was completely racist in its basic orientation. It was absolutely..." Die Einwanderungsgesetze von 1924 waren klar rassistisch. Wer in die USA emigrieren konnte und wer nicht, das wurde nach rassistischen Kriterien festgelegt. Zwischen 1900 und 1910 wandern mehr als 8 Millionen Menschen in die USA ein. Nach dem Gesetz von 1924 sind es wesentlich weniger. Jährlich kommen nur noch 165.000 Einwanderer in die USA. 87% stammen aus Nord- und Westeuropa, vor allem aus Deutschland, Großbritannien und Irland. Nur noch 11% stammen aus Ost- und Südeuropa, vor allem aus Polen und Italien. Die US-Gesetze haben weitreichenden Einfluss. In den 1920er und 1930er Jahren wurden die amerikanischen Einwanderungsgesetze von Rechten in ganz Europa bewundert. Für sie machten die USA wichtige Schritte hin zur weltweiten Herrschaft der weißen Rasse. Hitler und viele andere Nazis hielten die USA für das erste Land, das Erfolge feierte, wenn auch zaghaft, im Sinne einer Rassenpolitik, die die Nazis selbst entwickeln wollten. In Mein Kampf geht Hitler konkret auf die Gesetze in den USA ein. Er schreibt: Indem die amerikanische Union von der Einbürgerung bestimmte Rassen einfach ausschließt, bekennt sie sich bereits zu einer Auffassung, die dem völkischen Staatsbegriff zu eigen ist. Doch Hitlers rassistischer Wahn geht viel weiter. Für ihn sind angebliche Untermenschen eine Art Krankheitserreger, der bekämpft werden müsse. Ein mörderisches Programm, das auch Fürsprecher an Universitäten findet. Fanatismus, der sich selbst bestätigt. Die nationalsozialistische Rassenlehre ist mit dem Anspruch aufgetreten, dass sie wissenschaftlich fundiert ist. Und wenn Sie einmal der Überzeugung sind, dass Ihre Theorie wissenschaftlich fundiert ist, dann glauben Sie auch daran. Und da haben die Nationalsozialisten dann ihre ganze Selbstgewissheit daraus gewonnen. Und die dann mit aller brutaler Konsequenz, die ihnen politisch zur Verfügung stand, schließlich auch umgesetzt. Es dauert nur noch wenige Jahre, bis die Rassisten um Hitler an der Macht sind und ihr unmenschliches Programm in die Tat umsetzen.